Ja, hallo zum zweiten Volley-Talk an alle Volleyball-Fans und die, die es vielleicht noch werden wollen. Wir sind heute mal hier zu Gast im Sportpark am Johannesplatz. Das ist da, wo unsere Mädels vom Schwarz-Weiß Erfurt sich immer fit halten, vor der Saison fit machen, während der Saison fit halten. Und ich bin heute hier verabredet mit dem Präsidenten vom SW Volley-Team, Michael Panse. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und ja, wir wollen einfach mal horchen. Drei Spieltage sind rum in der Saison. Wie bewertet der Präsident so das erste Abschneiden seiner Mannschaft? Also zunächst haben wir erst ein Heimspiel gehabt. Insofern kann man das Heimspiel am ehesten bewerten. Die beiden Auswärtsspiele habe ich auch nur im Live-Ticker gesehen. Es macht Spaß. Es macht Spaß in der Halle. Das hat, glaube ich, das erste Heimspiel gezeigt, dass es viel Spannung drin ist, dass es auch eine Mannschaft ist, glaube ich, die ganz gut zusammenfasst, auch sich zusammengefügt hat. Insofern sind wir gespannt jetzt aufs zweite Heimspiel und freuen und hoffen natürlich dann auch auf die ersten richtigen Punkte. Einen Punkt haben wir schon, das war etwas überraschend, fand ich. Hat auch die Fans begeistert. Natürlich wünscht man sich in so einer Situation dann immer noch ein bisschen mehr, aber dafür ist die Saison noch jung. Da haben wir noch viele Spiele, also da ist noch gute Gelegenheit. Also ich muss sagen, ich bin nicht unzufrieden mit dem Saisonstart. Also, dass die gegen die sportlich auch dominierenden Mannschaften die Punkte so noch nicht gekommen sind, das ist auch keine Überraschung. Die Gegner, die wir schlagen müssen, die wir schlagen wollen, die kommen noch. Du bist ja nun auch so bekannt als Optimist immer. Und unser Trainer ist ja auch offensichtlich sehr optimistisch. Der kommende Gegner heißt Rote Raben Vilsbiburg. Zweifelsohne eine der Mannschaften, die man irgendwo mit in der Spitze erwarten wird in dieser Saison. Wie optimistisch bist du für den Spielausgang, was das Abschneiden deiner Mannschaft trifft? Also erstens, wir sind immer heimstark gewesen, auch insbesondere in Zweitliga-Jahren, aber auch in den Erstliga-Jahren haben wir daheim mit unserem Publikum immer gute Chancen auch gehabt. Das hat, glaube ich, das letzte Spiel auch gezeigt gegen Wiesbaden, dass durchaus auch was drin ist. Zweitens, der Jonas kennt zumindest Vilsbiburg noch ganz gut, auch wenn sich die Mannschaft auch sehr verändert hat. Also insofern hoffe ich auf ein spannendes Spiel, das ist erstmal das Wichtigste. Und dass die Mädels tatsächlich das, was sie gegen Wiesbaden gezeigt haben, auch wieder aufs Parkett bringen. Ich glaube, da bin ich zuversichtlich, dass wir zumindest auch dem Publikum ein spannendes Spiel zeigen können. Und das Ziel, der Trainer sagt das immer, das Ziel ist, in jedem Spiel zu gewinnen, egal gegen wen wir spielen, also erst recht im Heimspiel. Optimismus, Frage Nummer 2. SW Volley Team, jetzt Schwarz-Weiß Erfurt, hat dreimal den V-Klasse-Verbleib nicht geschafft bisher in seiner Vereinshistorie. Warum wird es dieses Jahr gelingen? Also zunächst ist die Vereinsgeschichte an der Stelle trotzdem eine lange Erfolgsgeschichte. Wir spielen dieses Jahr, glaube ich, das 20. Jahr in Folge in der zweiten oder ersten Bundesliga. Auch das ist, glaube ich, im Damenvolleyballsport etwas, was nicht so selbstverständlich ist. Viele Vereine haben in der Zeit auch viel an Lehrgeld bezahlen müssen. Wir haben auch Lehrgeld bezahlt in den Jahren, wo wir aus der ersten Liga wieder abgestiegen sind. Wir hatten jedes Mal das Problem, dass wir nicht wirklich vorher planen konnten, sondern dass wir als Aufsteiger hochkamen und dann auch sowohl sportlich als auch finanziell schauen mussten, wie wir uns in dem einen Jahr behauptet haben. Dieses Jahr ist nun das erste Mal, wo wir in dem zweiten Jahr auf dem aufbauen, was wir im ersten Jahr in Erfahrung gesammelt haben. Wir sind immer noch natürlich auch so ein Stück weit Außenseiter, weil wir die Mannschaft auch erst spät zusammenbauen konnten. Aber ich muss eben sagen, wenn man sich das Niveau der letzten Jahre anschaut, ist die Mannschaft zweifellos auch besser und ist zweifellos vor allem mit dem Trainer Jonas Kronzeder jemand da, der engagiert zu Werke geht. Also das ist, glaube ich, die zwei Punkte, wo wir hoffnungsvoll auch in die Zukunft schauen. Und als drittes, wir haben auch unsere Finanzen dann mit viel Anstrengung auch im Sommer so solide aufgebaut, dass wir gut in die Saison reinstarten konnten und dass wir, glaube ich, auch uns verstärken konnten. Apropos Verstärkung, zum ersten Heimspiel war Ivana Divic erstmals da. Es hat lange gedauert mit ihrer Verpflichtung. Jetzt letzte Woche platzte die Meldung rein, sie ist schon wieder weg. Also der Vertrag wurde aufgelöst. Was war da los? Also ich habe mit Heiko und mit Jonas, also mit unserem Manager und unserem Trainer darüber gesprochen. Sie haben mir das auch erklärt. Für Ivana war es insofern schwierig, sie hat das Visum sehr spät gekriegt. Sie hat fast 2 Monate auf ihr Visum warten müssen. Und in der Zeit ist es halt, wenn du nicht in einem Verein bist, sondern dass du nur selber trainierst, nicht ganz einfach, wenn du da nicht ehrgeizig und intensiv zur Sache gehst, dich auch entsprechend fit zu halten. Ivana hat das nicht erfüllt, was der Jonas an Hoffnung, also der Trainer in sie an Hoffnung gesetzt hat. Und insofern haben sie den Vertrag relativ schnell auch wieder gelöst. Jonas hat mir erklärt, hat gesagt, es nützt ihm keine Spielerin was, die ja jetzt erstmal noch 4 bis 6 Wochen auch auf den Spielbetrieb entsprechend auf dem Fitnesslevel bringen muss, wo die anderen stehen. Insofern war das dann eine
für sicherlich die Beteiligten auch eine schmerzhafte Entscheidung, aber es war eine Entscheidung, die Jonas dann auch konsequent getroffen hat und hinter der wir natürlich auch alle stehen, weil wir sagen, er hat am Ende gegenüber uns die Bringepflicht, dass er eine Mannschaft zusammenstellt, die auch erfolgreich sein soll. Jetzt fehlt eine Spielerin, Zehnerkater. Ist da wieder eine neue in Sicht? Also auch dazu haben wir gesprochen. Ich denke mal, wir werden sicherlich in den nächsten paar Tagen auch jemand neu verpflichten, weil wir auf der Position natürlich eine Verstärkung brauchen. Wir haben ja Ivana nicht sozusagen gehen lassen, weil wir gesagt haben, wir brauchen sie nicht, sondern stattdessen suchen wir trotzdem an der Position. Ich denke mal, vielleicht bis zum Wochenende werden wir da vielleicht auch schon Erfolg vermelden können, dass jemand auf der Position da ist und hoffentlich dann auch schnell ins Team reinwächst und aktiv ist. Da sind wir ja schon mal gespannt, was das für eine Spielerin sein wird. Also ein Grund mehr vielleicht am Samstag dann auch in die Halle zu kommen und zu schauen, ob jemand, ob ein neues Gesicht in der Halle dann auch ist. Na, wenn das nicht eine Einladung war. Micha, eine Frage noch. Du bist ja nicht nur der Präsident von Schwarz-Weiß Erfurt, also von der GmbH, du bist der Präsident des Gesamtvereins. Und der Präsident hat ja auch, schaut ein bisschen mit Weitblick auch, was denn die Zukunft bringt für den Verein und schaut da sicherlich auch mal, was macht denn der Nachwuchs? Inwieweit bist du da momentan so involviert, was vielleicht zweite Mannschaft auch so betrifft? Also ich habe von unserer zweiten Mannschaft auch in dieser Saison schon zwei Spiele gesehen und bin auch angenehm überrascht. Wir haben in unserer zweiten Mannschaft immer viele, auch junge Talente, denen wir nicht nur die Spielpraxis auf einem hohen Level ermöglichen wollen, sondern die wir im Idealfall auch schnell an die erste Mannschaft ranführen wollen. Wenn uns das in jedem Jahr gelingt mit ein, zwei Spielerinnen, glaube ich, können wir sehr zufrieden sein. Wir haben eine relativ gute Situation, was die Nachwuchsarbeit mit dem Sportgymnasium angeht. Es sind viele junge Mädels, die bei uns in allen Altersklassen trainieren. Insofern ist auch der Wunsch, auch an unsere zweite Mannschaft erfolgreich zu spielen. Auch da gilt die Einladung fürs Wochenende. Sie spielen am Samstagnachmittag. Freuen sich auch über Unterstützung, die sie in der Regionalliga erfahren. Ich werde selber auch mit dabei sein. Und ich glaube, auch da können wir darauf bauen, dass wie in den vergangenen Jahren immer die zweite Mannschaft auch das Sprungbrett für einzelne Spielerinnen auch in die erste Mannschaft sein kann. Und so soll es bleiben, das ist auch Vereinsphilosophie. Wir wollen nicht nur mit Spielerinnen spielen, die wir neu von außerhalb verpflichten, sondern wir wollen auch eigene Spielerinnen entwickeln. Das ist in den letzten Jahren gelungen. Ich denke, das soll auch in Zukunft so bleiben. Also, liebe Zuschauer, das war auch die Einladung unseres Präsidenten für ein Wochenende. Wer also ganz viel Volleyball erleben möchte, um 14 Uhr am Samstagnachmittag im Sportgymnasium spielt unsere zweite Mannschaft zu Hause gegen die LE Volleys aus Leipzig und um 18 Uhr dann erste Liga mit Schwarz-Weiß Erfurt gegen die Gäste aus Vilsbiburg, die Roten Raben, dem Ex-Verein unseres jetzigen Trainers. Wir hoffen auf viel Unterstützung. So, Micha, danke schön fürs Interview. Du bist sportlich gekleidet, ich nicht. Sieht aus, als ob du noch eine Einheit hinterher schiebst. Also ich muss erst mal sagen, wir sind ja hier im Sportpark Johannesplatz. Unsere Mädels trainieren hier regelmäßig. Wer hier im Sportpark Johannesplatz trainiert, trifft sie hin und wieder auch an den Geräten. Ich selber, dem Alter entsprechend, versuche auch mich noch ein bisschen sportlich fit zu halten. Mal ein bisschen Tennis, mal ein bisschen Badminton, mal ein bisschen Fitness. Das geht hier im Sportpark ganz gut. Deswegen auch das gleichzeitig eine Einladung auch an alle Zuschauer. Bleibt in Bewegung, bewegt euch selber. Egal wie alt man ist, für Sport ist man nicht so alt. Und hier ist, glaube ich, auch ein geeigneter Ort dafür. Deswegen auch das als herzliche Einladung.